damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kirby's MC-Woche. Ja, lang ist es her, dass ich ein Video gemacht habe. Ist, glaube ich, jetzt eine Woche und ein paar Tage oder zwei Wochen und ein paar Tage her. Das lag daran, dass ich mir eine kurze Auszeit genommen habe, im Sinne von während der Zeit, von dem ich Tag an, wo ich keine Videos mehr gemacht habe und dem, wo ich jetzt dieses Video mache, hatte mein Bruder Levi Geburtstag. Ich kann natürlich nicht sagen genau wann, ihr könnt raten in den Kommentaren. Vielleicht gebe ich euch einen kleinen Tipp oder vielleicht sage ich auch, ja, dieser Tag ist richtig, den ihr reinschreibt. Aber egal was ist, wir spielen heute eine Runde Kirby's MC-Woche. Heute mit dem Spiel Trouble in Mineville. Wer Trouble in Mineville nicht kennt, das ist quasi die abgekürzte Version in Minecraft für Trouble in Terrace Town. Und zwar Trouble in Terrace Town, abgekürzt TTT, ist ein Spiel, wo es mehrere Innocents gibt. Das sind quasi die, die gut sind oder quasi die, die dafür da sind, die unschuldig sind. Und dann gibt es noch die Detectives, die dafür da sind, um den Mord mit den Innocents aufzuklären. Und dann gibt es die Traitor. Das sind wie quasi bei Minecraft Mörder oder Mystery Mörder, Mörder Mystery, die Personen, die die Leute umzubringen haben, im Geheimen. Zudem haben die Mörder einen Traitor Shop, wo sie sich OP-Waffen kaufen können. Geschweige denn Waffen kaufen können wie Creeper-Pfeile oder sowas. Das ist halt die umgewandelte Minecraft-Version. Wie schon gesagt, es gibt eigentlich bei Trouble in Terrace Town auch einen Trader-Shop, nur anders. Die Detectives haben fast dasselbe, nur mit Detective-Waffen. Und die Innocents sind einfach nur unschuldig und sehen gut aus, wie ich mit meinem Skin. Wir sind heute der Rolle Traitor. Oha. Das heißt, wir sind dafür da, dass wir Leute, die grün sind, umbringen müssen. Wir müssen quasi die Leute umbringen, die hier quasi grün sind, so wie die Detectives. Es gibt, soweit ich weiß, 2 bis 3 Traitor. Ich weiß gerade gar nicht, wie wir spielen. Ja, es gibt 4 Traitor, um genau zu sein. Ich müsste mal einen Traitor-Kollegen von mir finden. Und dann muss man sich quasi mit dem absprechen, wenn man natürlich mit mehreren Leuten spielt. Das könnte man auch im Stream machen. Wäre das natürlich eine nicere Sache. Außer Ghost. Von Ghost bin ich natürlich kein Fan. Oh, ich habe nicht mal Optifan drauf. Dann ist einer mal unserer Traitor-Kollegen. Das wäre natürlich nice. Oh, hierhin sind sogar schon Leute umgebracht worden. Wie ihr seht, oh, ich habe hier aus dem drauf gedrückt. So. Haben wir den hier umgebracht. Ihr habt ja gerade so schnell gesehen. Ich könnte mir jetzt quasi einen. Ja, habe ich keinen Traitor-Shop? Es müsste eigentlich sowas wie einen Traitor-Shop geben, wo man dann in dem Falle, sag schnell, sich halt Waffen kaufen könnte, oder ist das gar nicht so auf Hive? Wir spielen übrigens gerade auf Hive MC. Leute, die nicht wissen, was das für ein Server ist. Ein Minecraft-Server. Unter anderem. Es gibt auch noch alle 4 Traitor, in der Tat. Mal schauen, was der Typ so macht. Scheiße, ich glaube, ich war jetzt total auffällig. Ah, super, sie war hier schon am Start. Jetzt seht ihr auch schon oben rechts, wie viele Leute noch am Start sind, wie viele nicht. Also ich muss mal ein bisschen konzentriert sein, Freunde. Eigentlich könnten wir halt knallhart drauf gehen. Also da komplett knallhart drauf. Aber ich kann es halt den Leuten schlecht sagen. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich kann es halt echt schlecht sagen. Ich weiß es halt nicht, Freunde. Also ich glaube, ihr versteht schon das Prinzip. Wie schon gesagt, bei Minecraft Murder ist es natürlich auch anders. Also halt, ne, also quasi im Prinzip fast das Gleiche. Nur, dass man da halt etwas anders davor gehen muss. Scheiße, Freunde, wir müssen ein bisschen auf Abstand bleiben. Weil sonst fallen wir auf. Wenn der Detective jetzt kommt, der kann einfach halt so random rumschlagen, wie er wollte. Oh, oh, das geht schlecht aus. Ah, fuck. Ah, hätte Low Ground kurz am Ende. Egal. Ich glaube, versteht das Prinzip. Also halt einer Traitor oder 4, 2, 3 Traitor. Und der Rest halt Innocent. Die Innocent müssen halt gut sein. Ja, das war halt schlecht. Mein Kollege ist mir wie ein Bekloppter hinterhergelaufen. Naja, Grüße gehen raus natürlich dafür, dass du mich komplett verraten hast, Alter, und ich dir dann natürlich helfen musste. Aber egal. War eine gute Runde. Ich schreibe ein fettes GG in den Chat. Wie sieht's mit der nächsten aus? Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt.
So, und da sind wir auch in der letzten Runde. Ich stimme sofort als Detective ab. Mal gucken, wie das hier so läuft. Looting in progress, in process, Alter. Zack, alle Kisten mal schnell weggelootet. So, da ist noch eine. Und dann könnte man noch eine aufnehmen, sofern wir eine noch finden. Das Ding ist halt, die Leute, die halt Minecraft tryharden, ne? Die wissen halt, wo die Spots von dem einen Eisenschwert ist, wo das, oder was, wo der Spot von dem einen einzigen Eisenschwert ist und sowas, ne? Da kann ich halt leider nicht mithalten, Freunde. Denn ich geier nicht darauf. Ich möchte einfach spielen. Und was ich auch möchte, ist hier rauskommen. Und ich bin ganz ehrlich, ich kenne die Maps immer noch nicht. Aber vielleicht lernen wir die ja irgendwann mal kennen. Muss ich aber erstmal gucken. So, wo ist denn hier alles? Hier sammelt sich das schon alles an. Oh, hier ist das Eisenschwert. Oh, das hat sich ja gut gelohnt. Da hat einer auf jeden Fall das Eisenschwert gegained. Ich bin wieder Traitor. Das gibt es doch gar nicht. Ich will kein scheiß Traitor sein, Mann. Ich will das nochmal zeigen in dem Video. Ich glaube, ich lasse das gleich wirklich. Sinn. Oh, no. Nee. Macht in meinen Augen keinen Sinn. Wer ist denn eigentlich Traitor? Ich weiß doch gar nicht wohin, Alter. Sag mir doch mal, gib mir doch mal ein Navi oder einen Wegweiser oder irgendwas ähnliches. Woher soll ich denn wissen, wo ich lang muss, Mann? Guck ich da, wie ich aussehe. Sehe ich aus wie ein Minecraft-Tryharder? It's been a long day. So, ein Traitor ist schon mal down. Der zweite Traitor ist auch down. Da ist der dritte Traitor down. Der zweite. Den Blumenkohl. Hier noch hoch? Hä? Ach, hier geht's gar nicht hoch. Toll. Hier ist Drecks. Machen wir mal einfach mal einen auf ganz schnell. Sofern das geht. Wartet mal, wir machen mal einfach mal diesen Bitch-Move, Mann. Ich will ihn jetzt wegsnacken. Oder wartet mal, wir gehen mal woanders hin. Komm, wir spielen die Runde hier nicht normal, wir gehen jetzt rum. Komm, wir gehen, lass uns mal von ihr töten. Hallo, bleib stehen. Freunde, kurz vorab, ich muss noch kurz was erinnern im Video. Und zwar guckt mal jetzt gleich unten links hier, hier unten links in den Chat. Und zwar hat da ein, wer auch immer geschrieben, Kirby, also mein Name, geh in den Tester, sonst KOS. Erstmal Deutsch, du Affengesicht. Dann zweitens hatte ich eine Runde, wo ich geschrieben habe, dass ich da Inno gewesen sei und gewonnen habe, weil ich echt nichts gemacht habe. Da habe ich übrigens in diesem kurzen Clip, den ich rausgeschnitten habe, doch im Endeffekt mich dazu entschieden habe, ihn rauszuschneiden, weil er halt echt langweilig war, habe ich erwähnt, dass es für mich keinen Spaß macht, Trouble in Mineville in einer Gruppe zu spielen mit Freunden oder mit Leuten, die man gar nicht kennt, denn sonst entsteht nämlich genau die unten links Szene, die ihr gleich seht oder schon gesehen habt, denn dann schreiben halt Leute echt einfach, weil sie Detective sind und alle schon mal getestet haben, der muss doch in den Tester und dann merkt halt alle Leute, die rundherum noch am Leben sind, jo, der war nicht im Tester und der muss noch, sonst ist er Traitor. Das meine ich da, habe ich im Video gemeint, eigentlich in der Szene, die ich rausgeschnitten habe, dass es keinen Spaß macht, einfach aus dem Grund, dass es überhaupt einen Traitor-Tester gibt. Und zweitens, dass dann die Detectives schreiben, jo, du musst das und das noch machen. Erstmal, wie schon gesagt, das macht halt für mich den Spielspaß kaputt. Und zweitens, ich kann halt echt nur empfehlen, spielt mit Freunden in der Gruppe zu 6, zu 4, wie auch immer, wenn es das geht, zu 8, 10, wo man sagt, zwei Traitor, zwei Detectives, ein Detective, zwei Traitor, ein Traitor, zwei Detectives, wie auch immer. Ne, ich kann halt echt nur empfehlen, spielt in der Gruppe mit Freunden, das macht mehr Spaß. Sonst entsteht nämlich genau die Situation, dass ich mich jetzt gleich am Ende dann übrigens opfern muss. Weil, ja, sonst würden sie dann halt merken, ich war nicht im Test. Unser Trailer. Unser Trailer-Tester. Ah, fuck, egal. Na, guck mal. Da hat einer Kill-Aura 100 gehabt. Und wir haben hier Kirby Mew im Team übrigens hier. Also schon mal ein Fan der Kirby-Army. Keine Ahnung, so wahrscheinlich ein Army-Gunky. Und jetzt sind wir jetzt endlich in der letzten Runde. Wir wählen jetzt noch einmal Detective raus. Und wenn das nicht ist,
Wenn das nicht ist, dann tut's mir leid, Freunde. Dann kann ich es nicht ändern. Dann tut es mir halt echt leid. Aber dann kann ich euch leider das hier nicht mehr zeigen. Also den Detective-Modus noch einmal. Naja, mal schauen. Ich wäre auf jeden Fall gerne Detective nochmal zum Ende des Videos. Das würde mich jetzt sehr freuen. Denn ihr habt ja gesehen, als Traitor macht's echt keinen Spaß mehr. Denn, wie schon sagte, Traitor-Tester ist halt echt der letzte Hund. Das macht gar keinen Spaß, finde ich. Man sollte halt, wie schon gesagt, wie bei TTT ist es ja so, dass da eigentlich gar kein Tester... Doch, also es ist ein Tester vorhanden, aber den benutzt man halt einfach nicht. Weil du sollst halt dieses Detektiv-Ding irgendwo noch dabei haben, wo du sagen kannst, jo, ich muss... Ja, ich bin interessant. Okay, gut. Spielen wir das hier noch locker zu Ende. Jo, da bin ich dann halt auch mal locker down. Bin ich dann auch halt mal locker down. Typ hier nervt. Toll. Da bin ich dann auch, wie gesagt, locker down. Der Detective ist schon mal down. Nice. Drax haben wir übrigens wieder am Start. Jo, das war mein Dingskollege. Ja. Haben wir nochmal eine Action gehabt am Ende des Videos. Oh, jetzt sind wir traurig. Oh nein! Ja, da hatte Killaura! Ich schwöre, Freunde! Er hat es sowas von gehackt. LOL! Oh nein! Hier, da hatte Killaura! Ich schwöre, Freunde! Wer war das? Der hier, ne? War das der? War das der? Wer war denn das? Das steht hier nicht drin. Ey, der hat ja sowas von gehackt, Alter. Habt ihr das gesehen? Der hat die ganze Zeit immer nur... Nehmen wir mal an, ich war das hier. Also ich war hier, der Blattstrauch. Ich stand ja so und der hat einfach nur noch so geschlagen. Hä? Man kann mir sagen, was man will, aber das war safe gehackt. Wenn euch diese Folge auf jeden Fall gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Wie schon gesagt, ich kann euch halt leider nicht immer alles zeigen. Wenn es mir direkt dreimal hintereinander nicht geklappt hat, ich will unbedingt diese Videos schneiden und hier schnell ins Bett. Also könnt ihr mir hoffentlich nicht übel nehmen. Oder bitte nicht. Beim nächsten Mal ist es auf jeden Fall wieder spannend. Und wie schon gesagt, Trouble in Terroristown oder Trouble in Mineville sollte man halt echt einfach mit Freunden spielen, weil das macht viel mehr Spaß. Weil dann ist man halt zum Beispiel zu 8 oder zu 9 oder zu 10 oder sogar nur zu 6. Und dann kann man halt sagen, jo, wir benutzen diesen Scheiß, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade was ganz anderes sagen. Nein, ich wollte nicht schwul sagen, ich wollte was ganz anderes sagen. Muss man diesen Scheiß Tester nicht benutzen. Dann kann man unter der Gruppe sagen, jo, es gibt zwei oder einen Traitor, der Rest ist Innocent und ein Detective. Jo, und der Tester ist halt einfach fort. Das heißt, die Traitor haben halt wirklich keinen Druck und können halt in Ruhe versuchen, Fallen zu legen und zu sagen, jo, ich greife den mit aus Hinterhalt an. Ne? Ich glaube, ihr wisst auch, was ich hinaus will. Es macht halt auf jeden Fall nicht so Spaß, mit random Leuten zu spielen, finde ich, als sie mit Freunden. Naja, ich hoffe, euch hat auf jeden Fall dieses Video gefallen. Lasst doch eine Bewertung da, das würde mich sehr, sehr freuen. Ne? Wie ich schon sage, unterstützt mich. Ne? Also, Clap an die Kirby Army. Ne? Ich gehe jetzt aber erstmal pennen, also morgen, also heute, wenn ihr dieses Video seht, keine Doppelvideos, also kein zweites Video am Abend. Denn jetzt in den nächsten Tagen wird auf jeden Fall ein kleines Erklärungsvideo, hier mache ich noch draus, wird dann auf jeden Fall wieder Pal Warriors weitergehen, One Piece Pal Warriors meine ich, weiter hier Plants vs. Zombies, Minecraft MC Woche, wie ihr hier schon seht, Kirby's MC Woche, Stream Vorbereitung ist ganz wichtig, Pokémon Renegade Platin übrigens sowieso, ich bin auch übrigens am Überlegen, Freunde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Ich muss das mit euch absprechen. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Und zwar ist ja YouTube dahin oder hergestellt absolut scheiße. Also YouTube ist wirklich die größte Dreckplattform, die es gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. YouTube ist so beschissen, das gibt's gar nicht. Also wirklich der letzte Rotz. Aber, Freunde, ich habe mir was überlegt. Und zwar, weil ich ja der berühmteste aller YouTuber bin. Aber der absolut berühmteste. Wenn ihr auf der Straße nach mir fragt, Freunde, ihr werdet von denen sehen, oh, das ist der richtig krasse YouTuber. Den leider kein Schwein kennt. Der hat sich auf jeden Fall eine Idee eingeheimst und will einen Zweitkanal aufmachen mit dem Namen Verpisst euch!